In dieser Short News gibt es neue Infos zum Tiny Living Accessoire Pack sowie die Abstimmungsmöglichkeiten für das Kunst- und Handwerk Accessoire Pack. Wie die Entwickler auf Twitter verraten haben, wird es am Freitag, den 17. Januar um 20 Uhr einen Livestream zum Tiny House Accessoire Pack geben. Dieser wird wie immer auf Twitch und vermutlich wieder auf YouTube stattfinden und den Baumodus, erstelle einen Sim-Modus sowie die neuen Gameplay-Inhalte zeigen, welchen ich euch natürlich ebenfalls wieder zusammenfassen werde. Den Link zum Stream findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ebenfalls wurde ein kleiner interessanter Fakt zum Pack veröffentlicht. Ursprünglich war es angedacht, Stockbetten mit diesem Accessoire-Pack einzubauen. Scheinbar ist den Entwicklern aber aufgefallen, dass ein solches Objekt für ein Accessoire-Pack von den Produktionskosten zu hoch wäre, weshalb es also eher in einem größeren Gameplay- oder Erweiterungspack kommen würde. Ebenfalls wurden die Endergebnisse zur zweiten Abstimmung zum Kunst- und Handwerks-Accessoire-Pack veröffentlicht, bei der das DIY-Delight-Thema gewonnen hat. Später im Januar wird dann eine weitere Abstimmung stattfinden, in der über den allgemeinen Kleidungsstil abgestimmt werden kann. Die Gurus suchen ebenfalls nach eurer Meinung zum Accessoire-Pack, über die ihr aktuell im offiziellen Forum diskutieren könnt. SimGuru Ninja will wissen, was man im von der Community bestimmten Accessoire-Pack stricken werden kann. Dazu könnt ihr eure Ideen abgeben, klickt einfach auf den Link in der Beschreibung. Freut ihr euch auf neue Infos zum Tiny Houses Accessoire Pack? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video.